Das Video ist jetzt speziell für Leute da draußen, die bei mir nicht kommentieren, sich trotzdem für meinen Content an Fitness, Gesundheit, Muskelaufbau, Diät interessieren, aber sich manchmal ein bisschen irritiert fühlen durch die Kommentare, die sie lesen. Also zum Ersten muss man dazu sagen, dass ich ja nie jemand darum gebeten habe, dass er bei mir kommentieren soll und mir sagen soll, hey, mache ich das richtig oder mache ich Fehler? Der zweite Grund ist, dass diese Leute natürlich meistens einen eigenen Kanal haben, der kein Content hat. Das heißt, die wenigsten von denen haben eigene Videos und können somit also mit der Community sich gar nicht austauschen und haben halt also wenig Gewinnbringendes für die Leute da draußen, die sagen, hey, ich möchte jetzt mal ein paar Ratschläge bekommen. Und deshalb müssen sie natürlich ihren geistigen Auswurf irgendwo Luft machen. Und damit ihr das nicht falsch versteht, wer da kommentiert, sind nicht die Fachleute. Das ist dem geschuldet, dass wenn ich zum Beispiel woanders Videos schaue und selbst wenn ich mal was sehe, was für mich ungewöhnlich ist oder lächerlich oder nicht nachvollziehbar, würde ich mir die Zeit nicht nehmen und darunter schreiben, ey Kollege, du hast gar keine Ahnung. Weil ich einfach der Meinung bin, dass ich dann halt auf diesem Kanal keine Informationen bekomme, die für mich gewinnbringend sind. Also dann gucke ich woanders, ja. Und das Interessante ist, das musste ich jetzt erst feststellen mit den Jahren, und ich bin jetzt 46, dass viele Leute da draußen nicht wirklich in allen Bereichen versiert sind. Aber jeder gibt zu jedem Thema irgendwie sein Blabla. Und teilweise kriege ich auch Anrufe von Personen, die mir einen Ratschlag geben wollen und aufgrund dessen, weil ich sage, du, diesem Ratschlag möchte ich nicht nachkommen, sie dann sehr beharrlich darauf reagieren und sagen, doch, das musst du. Und ich sage, dann musst du mir doch überlassen, was ich mache und was nicht, weil ich muss ja letztendlich am Ende dafür auch gerade stehen. Und dann merkt man erst, was um einen herum passiert. Und ich habe sehr oft gesagt, ich möchte zurzeit mit niemandem in meinem Umfeld tauschen, weil ich wirklich zufrieden bin, so wie es momentan läuft. Es kann immer besser laufen, keine Frage. Aber ich bin momentan wirklich zufrieden. Und früher hat man sich oft orientiert an seinem Umfeld und hat geguckt, was macht der, was macht der, was macht der. Und das ist auch nicht falsch. Aber man sollte natürlich nur bei denen gucken, wo man sagt, Mensch, so stelle ich mir auch mein Leben vor. Es ist doch total unsinnig, dass ich bei Leuten gucke, die alles falsch machen, für mein Verständnis, und mich dann darüber aufrege. Diese Zeiten habe ich auch hinter mir, ja, wo man dann praktisch den Dicken anprangert am Strand. Warum ist der so fett jetzt? Fühlt er sich nicht unwohl? Wie sieht denn das aus? Aber letztendlich sage ich immer, es gibt 3 Stufen und in Stufe 3 bist du am sichersten. Und leider bin ich da nicht immer. Stufe 1 ist, du machst selber Murks und dir fällt das nicht auf, weil du Murks machst. Das ist der typische Fitnessstudio-Besucher, der mit dem Handy an seinem Gerät sitzt und dort WhatsApp tippt. So, Stufe 1, Murks. Stufe 2 ist, dir fällt dieser Typ auf und du sagst, mach mal das Handy weg und so und das regt dich auf, weil er blockiert das Gerät und du weißt, das ist ja kein richtiges Training, wenn du die ganze Zeit am Tippen bist. Das ist Stufe 2. Also dir fällt auf, dass andere Murks machen und es ärgert dich, es nervt dich. Und Stufe 3 ist, in die wir eigentlich alle kommen sollten, ist, wir sind so auf uns konzentriert, so auf uns fixiert, dass wir fehlerhaftes Verhalten, welches uns jetzt nicht wirklich direkt tangiert, gar nicht mehr bemerken. Weil wir sagen, pass auf, ich war so auf mich konzentriert, ich habe das gar nicht gesehen. Weil sonst, ich kann ja, finde ja keine Ruhe geistig, wenn ich überall gucke und denke, was ist das denn? Und was macht der denn? Und das macht ja für mich keinen Sinn. Also deshalb einfach immer das Umgebungsfeld suchen, wo, wenn ich reich werden will, dann suche ich mir Leute, die alle finanziell unabhängig sind, die Kohle haben, die vielleicht die richtigen Kryptowährungen gekauft haben zur richtigen Zeit, die mit Immobilien handeln und die mir dann Ratschläge geben, welche Fehler ich nicht machen soll, die sie vielleicht damals gemacht haben. Also ich suche mir immer das Umfeld, wenn ich muskulös werden will, suche ich mir muskulöse Leute. Natürlich muss ich nicht alles machen von dem, was die sagen, weil wenn die jetzt sagen, hey, nimm mal hier pharmazeutische Steroide und hau dir mal richtig was rein, dann muss das nicht unbedingt immer die richtige Zielsetzung sein, dem nachzukommen. Also von daher, aber das darf jeder für sich selbst entscheiden. Nur seid gewiss, dass die Leute, die bei mir negativ kommentieren oder auch bei euch mal auf dem Kanal negativ kommentieren, dass die in der Regel schlechter sind als ihr, weil jemand, der besser ist, wird sich die Zeit nicht nehmen, euch da großartig zurechtzuweisen, weil er besser ist, weil er sich auf sich selbst konzentriert. Okay, das dazu. Dankeschön, bis später.